Hallo meine lieben Sportskollegen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession aus der wunderschönen Ebsdorfer Heide. Ich habe es ja immer Ebsdorfer Heide ausgesprochen, ich habe auch so die ersten Sachen geschnitten gehabt auf den Namen Ebsdorfer Heide. Und dann fiel mir auch immer ein, scheiße, das heißt ja gar nicht Ebsdorfer Heide, sondern es das heißt Ebsdorfer Heide. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen, so ein Scheiß. Naja, so ist es halt. Gut, wir fangen heute Morgen um kurz nach 9 an. Wir werden jetzt erstmal unsere Rüben roden, Freunde. So ist der Plan für heute. Und den wollen wir ja auch ja, irgendwie erfüllen, ne? Schön früh morgens. Das passt sich, es ist wenigstens hell, dann brauchen wir nicht beim Dunkeln Rüben roden. Mache ich nicht so gerne. Also, es ist egal. Also Maisfahren tue ich ganz gerne immer nachts, weil dann hast du diese ganzen Idioten von Autofahrern nicht auf der Straße. Aber Rüben roden, dann bist du eh die meiste Zeit auf dem Acker unterwegs. Das mache ich schon gerne am Tage. Dann sieht man doch mehr und das ist dann doch so meine Welt. Blöderweise kriege ich meist dann, wenn immer die Nachtschichten aufgedrückt. Aber gut. Ist ja dann nochmal ein anderes Thema, ne? So. Da steht das gute Stück. Wo parken wir denn mal unser Auto? Ich würde mal sagen, das parken wir mal hier hinten. Zack. Und dann ist jetzt nämlich endlich dann alles draußen. Dann können wir alles auf einen Rutsch schon mal umflügen und ja gut, Rüben abfahren. Das ist dann auch nochmal so eine andere Sache, aber das werden wir dann auch noch hinkriegen. Da gehe ich ganz fest von aus. Ja, ich nehme jetzt 3 Tage hintereinander schon auf. Es ist echt atemberaubend. So. Sophie habe ich noch nie aufgenommen in einer Tour, weil ich es nie geschafft habe zeitlich, aber da ich so ein bisschen angeschlagen bin, geht das eigentlich gerade echt super gut. Dann hat man mehr so ein bisschen Freizeit für sich, wisst ihr? Und deswegen, also insgesamt waren es jetzt ja schon 6 Folgen, die sind jetzt alle fertig geschnitten schon, 2 sind davon sogar schon auf YouTube, plus den Trailer, also 3. Ich habe dann doch noch so einen kleinen, nur so ein Infovideo quasi, sollte das sein. Und ja, dann sind die ersten 2 Folgen schon auf YouTube. Für den 1. und den 2. Oktober. Und die anderen sind noch alle auf der Platte. Aber auch alle. Huch. Aber auch alles komplett fertig. Thumbnail schon fertig. Also. Pff, Junge, Junge, Junge. So vorbereitet war ich noch nie gewesen. Meist hat das ja nie geklappt gehabt. Aber bisher toi, toi, toi. Meist so, wenn du so sagst. Oder wenn ich so mal wollte. Ja, gut, okay, komm her. Dann machst du jetzt eine neue Staffel. Und die haust du dann raus, alles auf einmal, wenn du sie fertig aufgenommen hast. Ist dann meist aber irgendwo am Ende dann wieder dran gescheitert. Irgendwas war aber ja immer. Aber, so eng hier? Aber naja, jetzt scheint es ja gerade perfekt zu klappen. Hoffen wir mal, dass das was wird. So, hier oben haben wir dann auch alles fertig, da braucht er nur noch wieder die Drille hin. Und dann können wir jetzt gleich flügen, bis der Arzt kommt, Freunde, ey. Katastrophe. Warum haben wir eigentlich... Aha. Hat er gerade nämlich nicht angezeigt. Naja. So, jetzt erstmal hier andere Maschine aufklappen. Schon lange nicht mehr hier in Ruhe dein LS bedient, du. Das kann ich euch sagen. Das ist schon ein paar Tage her. 4 Reihen, 4-3 sind wir mal reingefahren, ne? Genau. Das passt schon mal wunderbar. Das läuft, das läuft. Wunderbar. Jetzt hätte ich das die letzten 3 Wochen auch schon gemacht. Wieder. Ha! So, dann brauchen wir mal ein schönes Thumbnail. So ist gut. Ansonsten können wir jetzt auch jeden Hundegang eigentlich ausmachen, weil das eh nichts bringt. Aber die Wendefahrt müssen wir vielleicht drinnen lassen. Das wäre schon logisch. So. Und mal einmal außen rum irgendwie. Erstmal. Wir haben ja eh genug Platz.
Also ich denke mal, das wird ein voller Roder hier. Naja, obwohl, naja, naja, naja. Jetzt macht er ja schon wieder solche Mucken. Könnte auch etwas mehr als ein Roder werden, weil wir sind jetzt schon bei 12%. Naja, schauen wir mal, wie sie es im Endeffekt dann wird. Werden wir dann sehen. Ja, nee, aber das mit den und auch die Thumbnails alles fertig und so und ach, das. Nee, wirklich, da war ich ehrlich gesagt so ein bisschen selber von mir erstaunt gewesen, dass ich sowas noch auf die Beine gekriegt habe. Na, Paul, keine Lust mehr. Ich habe ihn gerade noch vorgewarnt, mein Hund, ne? Kennen ja mittlerweile viele, ne? Ich nehme jetzt auf, weil der mag das nicht, wenn man so in einer Tour durchplappert. Und zack, guck mal. Da wollte er noch nicht rausgehen und jetzt aber mal verpisst er sich dann. Oh nee, nee, der quatscht ja wirklich so viel. Tschüss. Tja. Auch ein sehr netter Beifahrer eigentlich. Ein sehr netter, stiller, ruhiger Beifahrer. Naja. Ja, mal gucken, ob dann unsere Rüben dann zusammen abgefahren werden, zumindest. Bin ich ja mal gespannt. So, dann rodeln wir hier wieder runter erstmal. Das war hier ja. Irgendwie mal so ein bisschen Platz haben zum Drehen. Weil hier rüber können wir auch nicht groß fahren. Da liegen nämlich der andere Rübenhucken. Das ist irgendwie gerade alles so ein bisschen enge hier, ne? Und wir schmeißen dann weiter nach hinten unseren Rübenberg hin, auf die Hälfte so mit dem Dreh. Weil ganz hinten brauchen die LKWs Platz zum Wenden, ist ja logisch. Und ja, und direkt daneben an, dann wird es alles wieder zu eng und so und ach, hör auf. Nee, jetzt schmeißen wir unseren dann so ab die Mitte. Lass mal 5 Meter frei hinter dem Rübenberg hier vom Nachbarn und dann schmeißen wir dann da unseren Rübenberg hin. Irgendwie so, denke ich mal, werden wir es machen. So. Vierte Reihe hat man gerade gesagt, ne? Richtig. So, ja, wir machen das wie Profis, ne? Wie Profis machen wir das. Ja, ich habe ja auch schon wieder meinen schlauen Zettel. Warte mal, das war jetzt Schlag. Das war Schlag. Genau, 26. Wir rollen jetzt hier auch erstmal entlang. 26, genau, da wollten wir Weizen reinkloppen. Gut, okay. Genau, genau, auf die Rüben sollte Weizen hin, genau, so war's. Ach, deswegen, seht ihr, ich vergesse das nämlich immer wieder so schnell schon. Und deswegen mache ich mir lieber so eine kleine Ackerschlagkartei für alles. Dass ich zumindest weiß, wo was irgendwie hin sollte oder wo was irgendwie draufsteht oder so, weil in dieses Menü gucke ich auch nicht rein. Und außerdem kann ich mir auch eigentlich hier weitere Bemerkungen machen, wie viel Tonnen wir wo geerntet haben und so, ist auch mal schnell zu wissen, wie viel das ist. Dann wüsste man auch zum Beispiel ganz genau, wenn man mal ein Jahr gar nicht düngen würde. Egal was. Und ein Jahr ganz normal volle Dröhnung geben würden aufs Land. Was es für Ertragseinbußen sind genau dann, ne? Ich glaube, es sind aber, LS hat irgendwie, glaube ich, irgendwas gesagt von 30% oder so irgendwie. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Aber ich glaube, das kriegen wir doch mit einem Roder hin hier. Das ist nicht so viel. So, das reicht. Dann ziehen wir jetzt hoch und runter die Strecken. Ein paar das schon. Jetzt fangen wir mal von oben an. Aus einem ganz einfachen Grund. Damit wir. Wo ist denn hier oben? Ah, damit wir gleich schon genug Platz haben, um hier unsere Rüben auch abzuladen, ne? Och nö, ey. Basti, VU, klemmt zwei. Ja, Tag hier, meine lieben Freunde. Haha, da bin ich auch wieder. Ja. Legen wir mal weiter los, ne? Ja. Knapp 2,5 Stunden hat es jetzt gedauert. VU. PKW gegen Baum. Zwei Personen haben geklemmt. War nicht gerade lustig. Denke mal, die eine Person wird es noch überleben, aber die andere, die musste man noch aus dem PKW bergen. Ist halt manchmal so.
solche Einsätze erleben wir eigentlich als, ich sage jetzt mal auch Dorfwehr. Wir sind zwar ja eine Stützpunkte, wissen ja alle, aber wir sind halt nicht Autobahn angebunden. Aber trotzdem haben wir hier doch schon ganz schön viele Streckenabschnitte, wo ganz gerne gerast wird, wo dann immer wieder und immer wieder ja dieselbe Straße auf dem Melder steht mit VU. Weil die Ketten, seine Straßen kennt man quasi schon auswendig. Also wenn ich jetzt mit irgendeinem von euch bei mir durch die Gemeinde fahre oder beziehungsweise durch den Landkreis fahre, dann kann ich auch ganz genau sagen, das ist eine Unfallstrecke von uns, hier fahren wir hin raus, da fahren wir hin raus, hier ist des Öfteren VU. Das weiß man schon ganz genau irgendwann. Das weiß man irgendwann ganz genau. Jetzt weiß ich natürlich auch gar nicht mehr, wo ich drin stehen geblieben bin. Ich glaube, hier war mein Zettel und mein Acker-Schlagerteil, ne? Oder? Nee, ich glaube, das hatte ich auch schon erzählt gehabt. Ach Mensch, das ist schon wieder scheiße, ey. Aber naja, so ist das. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Ja, aber guck mal, dann kriegen wir doch alles in einen Roller rein. Das passt ja. Ah, Verzeihung, wenn ich immer noch so ein bisschen erkältet bin, ne? Aber ja, es bringt ja alles nichts. Vor allem jetzt habe ich gerade einfach die Zeit aufzunehmen, ne? Also müssen wir ja uns jetzt anhalten, ne? Mit gesund werden ist jetzt nichts. Beziehungsweise das ist jetzt Nebensache, ne? Wir wollen jetzt hier richtig Hektas machen. Richtig Hektas und Stunden kloppen. Vor die Plattform YouTube, ne? Ganz wichtig. Ja, guck mal, kriegen wir alles auf einen Roder drauf gerotzt. Ist ja easy, ey. So. Wo müssen wir? Da müssen wir hin. Letzte Reihe, dann haben wir schon geschafft, Mensch. Ich hätte schon viel mehr wieder aufnehmen können, wäre jetzt wieder blöde Einsatz wieder nicht dazwischen gekommen, aber naja. Ist halt so, ne? Man sucht sich das ja auch nicht aus. So, erstmal mache ich immer, wenn ich einen neuen Berg anfange, dann mache ich erstmal nicht den Hundegang links, dann mache ich nämlich die Allradlenkung rein und diese scheiß Wendefahrt aus, weil das geht mir einfach zu ruckartig. Sagen wir es mal so, ja. Und dann schiebe ich mir erstmal schön den Arm komplett runter und dann gucke ich, das ist ja nur beim ersten Berg, wenn man jetzt den ersten Haufen anfängt, ne, und dann gucke ich erstmal in Ruhe, wie fängst du denn jetzt mal am besten an? Dann suche ich mir jetzt natürlich erstmal hier den Abstand, weil wir gesagt haben, wir wollen ja ein bisschen Platz zwischen lassen. Müssen wir ehrlich gesagt noch viel weiter rein. Huh. Merke ich gerade. So. Und dann beginnen wir einfach mit dem Häufchen machen. Genau so geht das. So, guck mal, selbst wir sind jetzt schon ganz knapp mit einem Meter am Feldweg ran. Naja, ich habe immer genug Platz einfach lassen, damit das dann auch am Ende hinhaut, ne? So, ne, ist es ja nicht. Kleiner, süßer Berg, genauso wie auf dem anderen Schlag davon. Aber unser Berg sieht jetzt vernünftiger aus als wie der da hinten auf jeden Fall, ne? Das kann man einfach mal so sagen. So, dann klappen wir ihn hier noch ein. Und ist denn jetzt eigentlich schon wieder Wendepfad hier drin, ne? Wollt ihr mich eigentlich verkackeiern hier oder was? Ich fahre gerne mit Allradlenkung. Haben wir die Randalenleuchten an? Wir haben die Randalenleuchten an. Das ist schön. So, wir müssen jetzt hier noch gucken. Ernte. Wir haben... das mache ich gleich. Mein Roder kurz abgestellt haben. Sonst vergesse ich das nämlich aber wieder nach Aufnahmesession. Das ist dann auch blöd. Oh Mann. Das habe ich total vergessen. Ah, leck mich doch am Arsch, ey.
Ach, Kacke, ey.